Ich habe mich jetzt länger nicht gemeldet hier auf YouTube, weil wir haben gerade noch ein anderes Projekt am Start. Da bin ich unternehmerisch so stark eingebunden, aber dazu sage ich euch später mehr. Jetzt sind wir hier in einer richtig, richtig geilen Wohnung, die wir saniert, gestaged und auch schon wieder verkauft haben. Also richtig, richtig geile Wohnung, da haben wir jetzt bis ins letzte Detail verkünstelt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal alles, was wir hier so eingebaut haben und let's go! Just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call the pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. Hallo, hereinspaziert in die gute Stube. Also fangen wir an hier im Badezimmer, beziehungsweise WC. Hier ist ein WC mit Eck, also über die Ecke gebaut, hat vom Bauraum her nicht besser hingepasst, deshalb haben wir so die Lösung gemacht, das ist eigentlich auch gut, ja. Schöne 1,20 Fliesen, hey, die Fliesen, die sind so schwer, das ist echt unglaublich, die wurden angeliefert hier und dann haben wir schön unsere Handwerker angerufen und gefragt, ob sie so nett sind und ob die sich was kurz dazu verdienen wollen am Morgen. Und dann kamen die hierher und haben die Fliesen alle hochgetragen, weil das ist echt immer ein Thema mit den Fliesen und so, wer trägt es hoch, weil es schon schwer ist. So. Ich bin zwar nicht ganz so stark, aber ja, besser ist es. Man hat da professionelle Handwerker dafür. Hier ist der Eingangsbereich. Hier haben wir auch Homestaging-Möbel reinstellen lassen, also die ganze Wohnung ist komplett gestaged, damit sie dann im Vertrieb ein bisschen besser aussieht und die Leute sich auch was drunter vorstellen können. Wir haben in der ganzen Wohnung hochwertigen Parkett verlegt, den kennt ihr schon aus anderen Objekten. Hier hat 80 Euro den Quadratmeter. Das ist wirklich hochwertig, hochwertig, was Besseres gibt es nicht, also beim Schwimmen verlegten Parkett. Was wir hier noch gemacht haben als erstes Mal, ja, das war ein Glattputz. Das ist wirklich ganz, ganz glatte Wände und sieht richtig gut aus. Richtig, richtig nice und hochwertig. Und der Fliesenleger, der auch die Fliesen im Bad und in der Toilette verlegt hat, der kam nochmal, weil die mussten noch eine Kleinigkeit nachbessern. Und dem sind fast die Augen rausgefallen, als er die Wohnung gesehen hat. Er meinte, dass heutzutage nicht mal die Neubauprojekte, die er macht, so einen Standard haben wie jetzt diese Wohnung hier. Weil hier ist wirklich alles vom Besten, was geht eigentlich so um alles. High-End, komplett. Weißt du, was ich meine? Hier wieder 1,20 Fliesen, komplett deckenhoch gefliest. Mit Wandauslassarmaturen von Hans Krohe, Billeroy Boch, Keramik, Schwarz, aber auch recht, echt teures Zeug. Hier ist ein Waschmaschinenanschluss. Ja, dass die Waschmaschine hier schön im Bad steht. Und eine Dusche mit Deckenauslass, wie ihr es auch schon aus einem anderen Projekt kennt, das ich schon hochgeladen habe neulich. Wir haben noch Spots in die Decke gemacht, abgehängte Decke mit Spots. Für die Dusche brauchst du auch abgehängte Decke mit so einer Bedienung, so zum Drücken. Also kannst du hier drauf drücken, dann kommt es oben raus oder hier, dann kommt es hier raus. Und kann ich was umschalten. Das ist auch ganz geil. Hier haben wir so eine stehende Scheibe reingemacht, so ein Walk-In heißt das. Sicherheitsglas? Ich denke schon, ja. EN12150, könnt ihr mal googeln, was das bedeutet. Irgendeine Norm ist das. Aber es ist auf jeden Fall auch High-End. Haben wir auch aus dem Fachhandel. Also es klingt nicht irgendwie für eine Baumarktqualität, das ist schon das Beste, was es eigentlich gibt. Haben wir stumpfeinschlagende Türen mit Magnetverschluss. Das heißt, hier ist immer drin und dann zieht sich das rein. Abschließend kann man hier mit dem Schieber, dann geht der Griff nicht mehr drücken. Das geht nicht mehr drücken. Was ein bisschen schade war hier im Bad, das wollte ich nicht zeigen kurz. Handtuchheizkörper war nicht ganz so einfach, beziehungsweise unmöglich, auch wegen, es gab ein paar Probleme, Lieferprobleme und von dem Rohrsystem her war das nicht so gern gesehen von dem ganzen. Ich bin jetzt kein Heizungsbauer, aber das ging irgendwie nicht, keine Ahnung. Hier so ein Abstellraum. Oder Gästezimmer. Wenn die Schwiegermutter mal zu Besuch kommt. Deine.
Ich habe keine. Weißt du, was ich meine? Wohnzimmer. Mit Croissants. Wir haben sogar bis auf das letzte Croissant haben wir die Wohnung möbliert. Echt wirklich jedes Detail. Jetzt beiß halt mal rein. Jedes Detail haben wir hier umgesetzt. Also ist echt geil geworden. Küche auch gestaged mit so einer Pappküche. Die kommt raus. Die Käuferin, also die Wohnung ist jetzt schon verkauft zum aktuellen Zeitpunkt. Die hat sich hier eine geile Küche reinmachen lassen. Ursprünglich war hier zu und es war eine Türe da. Und wir haben halt hier aufgemacht, auch wieder mit Spots abgehängt. Und es ist schon eine geile Wohnung einfach, wirklich. Geile so Single-Wohnung oder für ein Pärchen, top Raumaufteilung. Mit einem richtig schönen Balkon und Aussicht ins Grüne auch. Schaut euch das mal an. Wunderschön, oder? Hier haben wir sogar die Blumen gestaged, aber die sind jetzt ein bisschen vom Wind verweht. Weißt du, was ich meine? Genau, was wir jetzt hier auch noch gemerkt haben, also mittlerweile sind die Zinsen ein bisschen arg angestiegen und glücklicherweise konnte die Käuferin die alte Finanzierung noch irgendwie, die alten Finanzierungskonditionen noch irgendwie herbeiführen und bei den neuen Zinsen haut es schon rein, also das ist jetzt hier eine Wohnung im Speckgürtel von Stuttgart, die liegt so um die knapp unter 400.000 Euro im Kaufpreis und das haut dann schon rein, 3% anstatt 1%, das merkt man ordentlich, dementsprechend weiß ich nicht, wie lange man solche Wohnungen noch so teuer verkaufen kann. Also die geht jetzt eigentlich noch, weil die ist halt renoviert und geil saniert und Bestandsimmobilie. Ja. Aber die Neubauwohnungen hier in der Stadt, die kosten halt nicht 400, sondern irgendwie 700 oder 800.000 Euro bei gleicher Quadratmeterzahl. Hier ist auch eine Tiefgarage mit dabei. Und da ist halt jetzt echt sportlich so, wo ich mir halt denke, okay, wird schon eng jetzt so langsam mit den Finanzierungen bei den Kunden. Und kann schon nochmal sein, dass vielleicht der Bauträger seine Abverkaufsquote nicht erreicht. Also ich will jetzt hier nicht an die Wand schwarz malen, aber ich will es nicht ausschließen. Kommt mal ins Schlafzimmer mit. Das Schlafzimmer dann, also ein kleines Schlafzimmerchen, auch wieder mit schönem Balkon, Richtung Grün. Hier haben wir auch alles komplett neu gemacht, wie in jedem Zimmer. Neue Tür, neue Boden, neue Elektro, Steckdosen, so auch alles so schwarzer Style. Guck mal hier die Dosen, alles schön schwarz. Und die Türgriffe auch. Genau. Was haben wir noch alles gemacht? Die Wasseranschlüsse haben wir neu gemacht. Hinten alles komplett neu. Ab dem Steigstrang. Und was ich auch noch glaube, was halt ein großer Hebel ist und war, ist das Homestaging. Also wir haben jetzt hier die Möbel reingestellt, um einfach dem Käufer, also bei der geflippten Wohnung, dem Käufer ein besseres Gefühl dafür zu geben, was kaufe ich eigentlich, wie sieht denn das später mal aus, dass sie sich das einfach vorstellen können. Das Ding ist halt, wenn es leer gewesen wäre, wäre es vielleicht auch gegangen, der gleiche Preis, so vertriebstechnisch, ich weiß es nicht. Wenn es gegangen wäre, cool, ja, hätte ich mir ein bisschen Geld sparen können am Ende des Tages, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, es gibt halt immer nur einen Käufer und du wirst die Frage dir halt immer stellen, was ist gut oder nicht, keine Ahnung, also am Ende des Tages wird man das nie rausfinden, denn die Wohnung wird ja nur einmal verkauft. Genau, die Situation und alles, die Rahmenbedingungen gibt es halt nur einmal, deswegen keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also meiner Meinung nach lohnt es sich, ja, wenn es gut gemacht ist. Man muss es nicht einfach so viel zahlen und wenn das Ergebnis nicht passt, dann macht es keinen Sinn, weil so ein Homestaging das kostet schon so ja, zwischen 4.000 und 6.000 Euro, je nachdem wie high-end man das machen will. In Berlin gibt es zum Beispiel auch einige Makler, die bieten das an, dass die das einfach for free machen, auch mit richtig Luxusmöbeln, weil die wollen den Auftrag und sagen so, hey Kunde, gib mir den Auftrag, wir machen Homestaging, hier sind meine Referenzbilder. Das ist halt schon ein geiler Pitch, wo ich als Verkäufer, also als Eigentümer von einer Immobilie, gerne darauf zurückgreifen würde. Also wenn ihr mal in Berlin was verkaufen wollt, kann ich euch dann Kontakt auch vermitteln, der halt zu maximalen Preisen die Eigentumswohnungen immer verkauft, weil er halt einfach so ein geiles Produkt für den Kunde baut. Also die tun nicht einfach nur die Wohnung nehmen, online stellen und dann vermarkten, sondern die nehmen die Wohnung, gucken die sich an, was muss ich machen, damit das Ding halt Style hat und passt zur Lage, zu
zur Community, die da wohnt und auch zum Markt. Und genauso haben wir es hier auch gemacht. Also wir haben uns halt so ein Vorbild genommen, so in den Großstädten, was geht da am besten. Und haben uns hier danach, also nach dem Standard orientiert und haben halt einfach das Produkt und die Immobilie so gemacht, wie der Markt es eigentlich am besten nachfragt, wie wir das gedacht haben, dass er es am besten nachfragt. Sicherlich gibt es noch ein paar kleine Verbesserungsvorschläge eurerseits, auch mir gegenüber, haut raus. Schreibt mir rein in die Comments, wenn ihr sagt, so, hey, mach doch das und das nächste Mal anders. Bei mir ist es so aktuell, wir sind ein bisschen vorsichtiger geworden im Ankauf allerdings, weil ich gemerkt habe, so verkaufen wir ein bisschen schwerer als letztes Jahr. Und deswegen sind wir ein bisschen so slow down. Also, jetzt habe ich am Anfang erwähnt, ich konzentriere mich zurzeit auch viel auf ein Projekt, auf ein neues, und zwar ist das der 7 Plus Club. Hier geht es um eine Plattform, die es ermöglicht, Immobilien off-market zu verkaufen, und zwar welche Immobilien, also große Immobilien sind das, also ab 7 Plus, ab 1 Million Euro aufwärts, Gewerbeimmobilien, Hotels, große Mehrfamilienhäuser, Grundstücke und so weiter und so fort, also alle Assetklassen, die es gibt, kann ein Anbieter einstellen, um dann den passenden Käufer dafür zu finden. Und der Anbieter kann so eingeben, was für ein Objekt er hat, welche Informationen er hat zu dem Objekt und so weiter. Also er kann alles eingeben, jedes Detail, Kaufpreis, Lage, Zustand, Entwicklungspotenzial und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, und die Investoren, die auf der kaufenden Seite sind, können genau das Pendant dazu machen, bloß halt nicht als Anbieter, sondern als Käufer. Ja, ich sage immer Anbieter, weil früher habe ich immer gesagt Verkäufer, aber ein Makler, der auch bei uns anbieten kann, ist ja gar kein Verkäufer. Da waren ein paar Leute, haben da eher allergisch drauf reagiert, deshalb sind es die Anbieter. Da stecke ich aktuell viel Zeit rein, und da ist der Alltag halt nicht so spannend wie jetzt hier in so einer coolen Wohnung. Und ja, wir haben einige Wohnungen jetzt hier verkauft, so 8, 9 Stück oder 10 waren es. Haben wir geflippt, teilweise mit Sanierung, teilweise optimiert und dann verkauft. Und ja, das haben wir gerade eigentlich sold out, außer 2 Einheiten haben wir noch, die wir verkaufen wollen. Das sind schlecht vermietete Eigentumswohnungen, die wir beim Quadratmeterpreis dann relativ günstig auch anbieten können. Aber wir kaufen jetzt erstmal nicht so viel ein mehr, weil die Marktsituation will ich mal ein bisschen beobachten und fokussiere mich halt dementsprechend auf die Plattform. Genau, also die Plattform an sich bietet halt den Mehrwert. Also bei so einer Wohnung hier, da geht man ganz klassisch on-market und schaut nach einem Eigennutzer. Bei Investmentimmobilien ist es so, das muss in vielen Fällen diskret ablaufen. Also nicht in allen Fällen muss es diskret ablaufen, aber in vielen Fällen muss es oder soll es diskret ablaufen. Und dementsprechend sollen die Objekte nicht online am Markt erscheinen. Und bei uns ist es so, da wird der Investor direkt angesprochen, angeteasert mit so ein paar Eckdaten, und das Objekt wird halt nie im Internet landen. Und gerade auch in so einer spannenden Marktphase wie jetzt, wo vielleicht auch ein paar Eigentümer, die vielleicht variabel finanziert haben, aktuell ist der variable Zins noch nicht nach oben gegangen, aber kann auch noch kommen, die dann vielleicht so sagen, oh, jetzt wird's eng, muss ich doch verkaufen und so, schauen die sich dann nach neuen und alternativen Vertriebswegen um, und da bauen wir halt das richtige Tool dafür. Ja, das heißt, wenn du eine Immobilie zu verkaufen hast, so eine große, und einen Käufer noch suchst oder auch mal ansprechen möchtest, ohne jetzt irgendwie hier dich zu verrennen, genau, kannst du mal bei uns das sicherlich einstellen, oder vielleicht kennst du auch jemanden, der da ein Objekt hat, der das verkaufen möchte, kann man auch dann drüber reden. Da gibt es so einen Link, wo man mal anfragen kann, dann meldet sich einer unserer Mitarbeiter bei dir, und dann spricht man einfach mal über das Projekt, was du hast oder was deine Kollegen haben, ob man da halt irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Andererseits, wenn du Objekte kaufen willst, die großvolumig sind und auch die entsprechende Bonität hast, denn das prüfen wir auch, kannst du auch dein Ankaufsprofil bei uns hinterlegen, um dementsprechende Angebote dann zu bekommen. Dann hast du noch einen weiteren Akquise-Kanal. Genau. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Anschauen. Wenn das Video dir gefallen hat und auch die Wohnung, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn dir die Wohnung gut gefallen hat, aber du sagst, hey, das oder das wäre doch cool gewesen, dann schreib mir gerne in die Kommentare rein, was du cool gefunden hättest. Und wenn dir irgendwas richtig gut gefallen hat, schreib es natürlich auch rein. Das freut mich immer zu hören. Und ich leite es auch an unsere Handwerker weiter, dann freuen die sich auch.